wünsche ich euch, euch Lieben. Ich würde euch heute gerne ein kleines Make-up-Tutorial zeigen, beziehungsweise möchte ich mit euch einige Dinge neu austesten. Zum Beispiel habe ich hier eine neue Foundation, die Dream Satin Liquid Foundation von Maybelline. Und ich mache mit euch jetzt einfach, beziehungsweise ein komplettes Make-up. In welche Richtung das gehen wird, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich werde, wie gesagt, diese Foundation euch mal vorführen, weil ich habe die jetzt 3 Tage und ich finde die sehr, sehr geil. Man denkt vielleicht, die Farbe ist jetzt echt zu dunkel. Sie haben leider nur 8 Farben rausgebracht, aber ich werde euch auf jeden Fall mal zeigen, wie ich praktisch meine Make-up-Routine jetzt mache. Es hat sich bei mir einiges geändert und zwar eher zum Positiven, weil ich jetzt ein paar Schritte anders mache. Das werdet ihr aber jetzt auf jeden Fall gleich sehen. Dieser kleine Freund wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Wie ich halt mein Make-up, weil ich sehr große Poren habe und sehr fettige Haut, sehr, sehr langlebig bekomme. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Video euch sehr, sehr viel Freude macht. Gleichzeitig zeige ich euch auch, wie man mit dieser Dream Satin Liquid Foundation von Maybelline umgeht. Wie gesagt, sie kommt leider nur in 8 Farben. Ich habe jetzt so das gelbstichigste genommen, was ich halt finden kann. Das ist natürlich etwas mau, nennt man das, glaube ich. Aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Bleibst du ganz, ganz dringend auf meinem Kanal. Das bedeutet für dich, abonniere ihn doch ganz gerne und lass mir einen Daumen nach oben da. Ich wollte noch geschwind einwerfen bezüglich der Verlosung, die jetzt stattgefunden hat, beziehungsweise stattfinden muss noch. Ich habe es einfach nicht geschafft, aus beruflichen Gründen euch jetzt was hochzuladen bezüglich dessen. Es war auch jetzt nicht so, dass es jetzt alles so reibungslos geklappt hat. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, aus den Kommentaren unten aus dem Video 3 Gewinner rauszuziehen. Ich werde euch das Video am Montag hochladen, also jetzt morgen praktisch, damit ihr praktisch auf jeden Fall die nicht das Gefühl habe, dass ich euch irgendwie, sage ich mal, vergessen habe oder so, das auf keinen Fall, sondern ich habe mich einfach entschieden für einfach eine andere Vorgehensweise und leider Gottes hat es nicht so ganz geklappt, dass die Likes da gesetzt wurden oder Kommentare gesetzt wurden. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es nicht so ganz funktioniert hat, aber ich lasse euch auf keinen Fall im Stich. Ich werde auf jeden Fall morgen mir das raus, die 3 Leute raussuchen und werde dann halt im Laufe der Woche die Verlosungsgeschenke raushauen. Und auf jeden Fall, bevor ich zu weit schwätze und hier direkt am Tisch einschlafe, weil es ist jetzt aktuell morgens 7 Uhr, wenn ich euch das hochlade, ist es natürlich sehr, sehr viel später. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei und so, meine Make-up-Routine hat sich in dem weit verändert, dass ich zum Beispiel jetzt einen, also denselben Primer nehme ich, aber bevor ich überhaupt irgendwas beginne, mein Make-up, nehme ich praktisch meine Q-Tips und absorbiere erstmal das ganze Fett runter. Ich habe bei unserem indischen Laden, kann man das so sagen? Ja. Bei unserem Lieblingsinder habe ich mir etwas gekauft, was ich mega gut finde. Und zwar habe ich mir pures Rosenwasser von einem indischen Geschäft geholt. Das ist auch nur Rosenwasser, praktisch so extrahiertes, glaube ich, Rosenblüten mit Wasser gekauft. Und habe das mal durchgetestet, weil ich dieses von Rose Sense, dieses Gülyusun, dieses türkische Rosenwasser viel zu teuer finde. Das muss ich euch echt sagen. Also ich fand das einfach so übertrieben teuer, dass ich gesagt habe, nee, das möchte ich jetzt auch nicht mehr bezahlen, weil 15 Euro, ich habe das jetzt ja von der Alida geschenkt bekommen gehabt, so zum Tauschpaket dazu. Und ich fand das irgendwie so unnormal teuer. Ich nehme mich schon mal ein bisschen näher ran. Ich fand das auch ein bisschen unnormal teuer, dass ich gesagt habe, nee, also ich sehe das nicht mehr ein, das zu bezahlen, weil das ist halt wirklich zu viel Geld. Also und ich habe das jetzt einfach in so einem Pumpspender abgefüllt. Es ist 1:1, also traut euch ruhig, also vielleicht bei einem Inder oder bei einem Türken, also der das Naturprodukt einfach hat. Was ihr jetzt auch gehört habt, bei der Apotheke zum Beispiel, könnt ihr das auch gut kaufen und ich gehe jetzt einfach, bevor ich mein Make-up mache, das hat sich ja bei mir verändert und zwar, ihr seht ja, ich habe jetzt hier immer noch Rückstände vom Make-up von gestern eigentlich. Ich mache ja meine Abendroutine, also packe ich, mache ja eigentlich immer alles gleich mit dem Bürstchen und so und gehe immer noch mal mit dem Wasser drüber, weil dieses Rosenwasser hat eine sehr desinfizierende Wirkung auf eure Haut und ihr könnt praktisch, schaut mal, trotz allem, dass ich noch gar nichts aufgetragen habe, könnt ihr immer noch sehr, sehr viel Make-up-Rückstände finden. Und schaut mal, das ist jetzt einfach mal nur ein Pad und der ist richtig ekelhaft.
Und das hat sich so ein bisschen verändert. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich finde halt, die Haut wird halt unnormal sauber dadurch, ja. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit jetzt so. Und ich fange dann an mit einem Primer von The Ordinary. Und zwar der heißt Plattable Primer. Das ist so ein sehr silikonartiger Primer, der sich bei mir sehr gut in die Poren legt. Ich benutze jetzt keine Porefiller, also sowas wie dem Pore, so ein Pore-Minimizer oder so, weil wir sind alles Menschen, also Poren haben wir definitiv. Ich prime mein Gesicht. Ich habe halt wieder total die Rötungen und es ist ja jetzt aktuell jetzt auch 7 Uhr. Wir machen heute einen Ausflug und deswegen ist das halt schon sehr, sehr schwierig mit der Haut, muss ich sagen. Aber ihr seht ja, ich habe hier zum Beispiel so ein paar Rötungen und so Verfärbungen und so. Und deswegen, also ich bin momentan nicht so zufrieden mit meiner Haut. Die regt mir ein bisschen auf. Aber sei es drum. Was für eine Foundation ich benutze, ist die Dream Satin Liquid Foundation. Die kostet 9,95 €. Die gibt es jetzt ganz neu. Hier nehmen wir jetzt zwei Pumpstöße. Die gibt es jetzt ganz neu. Beim DM, ihr seht ja schon, also das sieht jetzt erstmal aus, boah, das geht gar nicht, wisst ihr. Das Problem ist halt, meine Haut hier sieht anders aus wie die im Gesicht. Ich bin immer so ein bisschen ungebräunter im Gesicht. Ich habe erst gedacht, ach du Scheiße, das geht gar nicht. Aber ich muss sagen, wenn ihr die ausblendet, das seht ihr ja hier, ja, sieht die halb so schlimm aus, ist halt. Für mich ein bisschen zu orangestichig, ja. Das ist, ich habe jetzt 3 Tage die jetzt getragen. Also die kamen Mitte der Woche irgendwann bei uns im DM. Und ich finde die super, weil ich habe jetzt sonst die letzte Zeit immer so, sag ich mal, pore-minimierende Sachen gehabt. Jetzt habe ich halt, packe ich mich dafür entschieden, einfach Make-up zu benutzen, was auch ein bisschen feuchtigkeitsspendend ist. Hier steht ja auch dran. Make-up und Feuchtigkeitsspender, das steht hier drunter. Ich finde das sehr cool, dass es halt gleichzeitig das irgendwie ist. Ich habe im Winter irgendwie sehr, sehr trockene Haut mittlerweile. Also dann gehen auch die T-Zonen-Probleme ein bisschen zurück. Und dann fange ich halt auch an, ein bisschen mein Make-up daran anzupassen. Welche auch sehr gut ist die ich jetzt auch gerade sehr oft benutze, ist die Luminous and Smooth. Und zwar in der 220 benutze ich die. Und die hat einen ähnlichen Ton. Aber ich muss sagen, dieses Finish von diesem Make-up gefällt mir sehr gut. Es ist halt so ein Satin-Finish. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt zum Beispiel wie bei der 24-Hour-Superstay ist, ob das praktisch so eine Foundation ist, die schon mal da war und mit einem neuen Packaging gekommen ist. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich muss sagen, wenn jetzt Maybelline zum Beispiel Make-up rausbringt, außer diese Cushion-Foundations, die weiß ich nicht. Also ich kann da irgendwie nicht so viel mit anfangen, muss ich ehrlich sagen, weil. Also Cushion Foundations wirken für mich halt auch so, wie wenn das Produkt irgendwie sehr, sehr unergiebig ist, ehrlich gesagt, weil wir fahren in den Schwarzwald und gehen dort auf so eine Art wie heißt das, Weihnachtsmarkt und so, gehen ein bisschen spazieren und mit Freunden zu Eltern besuchen und so weiter. Und wie gesagt, ich denke mal, dass dieses Video entweder nachmittags oder mittags oder abends online kommt. Also es ist praktisch aktuell dann vielleicht 12 Stunden her, dass das Make-up entstanden ist. Ich komme mal ganz nah ran. Also ihr seht auf jeden Fall, dass es dieses arg, arg dunkle komplett verschwindet. Also das ist wirklich. Ich kann mich schon ein bisschen näher ranholen. Wirklich super. Easy zum Ausblenden. Was ich jetzt halt immer mache, dass ich einen sehr hellen Concealer nehme. Und zwar in dem Fall jetzt diesen No-Filter-Concealer von ColourPop. Das kann aber auch jeder andere sein, den ihr benutzt. Ich kann zum Beispiel auch den da sehr gut empfehlen. Den von Catrice. Und den zum Beispiel mag ich auch sehr, sehr gern. Das ist dieser Camo-Concealer von Trend It Up. Der ist auch sehr gut, aber ich mag diesen Applikator von dort halt besser. Und da ich ja regelmäßig bei ColourPop bestelle. Also, das ist richtig. Das ist die Farbe Fair. Das ist die hellste Farbe, Leute. Die Concealer dunkeln halt, ich finde schon etwas stark nach. Aber, also, es ist wohl echt krass. Also, ihr seht es auch bei den Bestellungen. Nicht wunder, meine Chinchillas fressen wieder ihre Bretter auf. Ihr seht ja auch, wie krass große Poren ich habe.
Also das ist schon enorm bei mir. Muss aber sagen, meine Mutter leidet da auch ein bisschen drunter, aber ich weiß nicht. Also ich muss halt nicht meine Haut irgendwie dazu triezen, Poren minimieren zu arbeiten. Das ist jetzt halt so, wie es ist. Das Ausblenden wird jetzt ein bisschen arg aussehen. Es lässt sich sehr gut ausblenden. Ich gehe auch immer gleich in mein Augenlid rein, dann ist es schon geprimed für den Lidschatten. Was für ein Eye-Look ich machen will, keine Ahnung. Und bei mir artet es ja immer in absolutem Farbchaos aus, ja. Ich will heute auf jeden Fall die Supernova Eyeshadows benutzen von ColourPop, weil ich sie als sehr angenehm empfinde. Ich will ja nicht behaupten, dass es jetzt so ähnliche sind wie diese Stila's. Also es gibt ja von Stila so ganz, ganz tolle Glitzer-Sachen. Also ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist. Also das ist einfach ein Eyeshadow, der super leicht zum Verarbeiten ist. Und ihr seht ja, ich sehe aus wie Kalkleiste. Meine Katzen machen jetzt auch Ramponieren. Was ich zum Beispiel aufgrund der Fettresorption mache von meiner Nase, ich nehme jetzt komplett auch Concealer auf meine Nase und arbeite das gut ein, weil ich das Gefühl habe, dass es danach irgendwie besser wird. Also ihr seht ja zum Beispiel auch, dass ich halt auch um die Nase herum sehr viel Concealer jetzt einfach habe. Und ich arbeite das praktisch schön großflächig ein. Das ist aber einfach nur bei mir. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Art von Concealer benutze, habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass das Zeug da einfach hinterbleibt. Ja? Dann mache ich jetzt was für mich sehr Neues. Ich habe mir das mal abgeguckt bei Nikia Joy. Die hat auch wahnsinnig fettige Haut. Ich nehme das Coty Airspun. Das kennt ihr ja schon von mir. Klopft eine ordentliche Menge am Puder raus. Und dann nehme ich von Mario Badescu, nehme ich das Spray, gebe mir einmal durchs Gesicht, das ist so ein bisschen damit, und feuchte meinen Beauty Blender ein. Und dann gehe ich mit einem leicht eingefeuchteten Beauty Blender in das Puder rein und tappe im Prinzip mein Gesicht. Ich habe das früher mal mit dem Pinsel gemacht, aber ich habe das Gefühl, das hat sich unheimlich in meine natürlich vorhandenen Lachfalten abgesetzt. Und ich habe deswegen mich dafür entschieden, mal diese Technik auszuprobieren. Und ich muss sagen, es funktioniert sehr, sehr cool. Also, ihr nehmt einfach nur, macht nur leicht euren Schwamm feucht und dann geht ihr einfach in euer Setting-Puder und tappt das in eure Haut ein. Und das Ergebnis wird, also wenn ihr jetzt vergleicht, diese Poren und diese hier, ihr könnt einfach besser euer Produkt in die Poren einarbeiten. Für mich hat das einen enormen Unterschied gemacht, weil wenn ich jetzt fertig bin mit Bronzer und so weiter, dann sieht das Hautbild einfach so, so viel smoother aus und weicher, dass selbst meine Poren dann also weniger sichtbar sind. Ich will das ja Natur lassen, ja. Ich bin sowieso so ein bisschen drauf umgestiegen, dass ich halt eher auf diesen Perfect Skin Look halt stehe. Ich mag das halt unheimlich, wenn das halt. Ich finde es auch toll, wenn jemand unheimlich schöne, weiche Haut aus praktisch hat. Aber ich habe die einfach nicht. Ich habe einfach unnormal große Poren. Deswegen bilde ich mir da auch nichts drauf ein. Also ihr seht auch nicht, dass es cakey wird oder so. Ihr müsst halt nur wirklich nur so ein ganz leicht ansprühen. Wie gesagt, ich nehme dann auch die spitze Ecke. Und gehen wir dann praktisch mit dem losen Puder unters Auge. Ich bake jeden Tag eigentlich. Also ich bake jeden Tag mein Gesicht. Sprich, ich mache hier eine ordentliche Schicht drunter, weil ich jetzt keine Ahnung habe, gleich in welche Richtung mein Make-up gehen wird. Mein Augen-Make-up. Und somit besteht die Base eigentlich auch. Was ich auch mache, ist hier noch ein bisschen was reinlegen. Weil ich habe enorme Probleme, dass sich das Make-up absetzt. Und ich musste mir auch so ein bisschen so eine Technik ausmalen. Weil, ihr wisst ja, ich habe jetzt, das Jahr wollen wir heiraten, also mein Freund und ich. Und das Problem ist halt, ich brauche halt einen Make-up-Stil irgendwie, wo ich halt mein Make-up extrem langlebig machen kann. Und das geht halt sehr gut, indem ich halt so das Puder einarbeite und nicht drauf streue, sozusagen. Wie gesagt, Nikia Joy, ich verlinke euch sehr, sehr gern ihren Kanal nach unten. Das ist halt eine tolle australische, ich glaube Neuseeland, ich glaube aus Australien kommt sie.
Und die hat super fettige Haut. Leute, die setzt sich wirklich ein Zeber auf die Nase und boom. Also und ganz, ganz krass. Und ich habe halt so viele Hacks von der gelernt, dass ich das echt geil finde. Und ich werde jetzt heute, ich glaube, mit dieser Palette arbeiten, mit der Morphe-Palette. Aber einfach jetzt, weil ich jetzt daraus die Transition Shades nehmen möchte. Jetzt meine Pinselsammlung. Sie wird immer fetter, ich weiß auch nicht. Und ich gehe jetzt mit so einem ganz normalen Essence-Pinsel, so einem Essence Blender Brush, gehe ich in den zweiten Ton hier oben und fange mal an, in meiner Crease rumzuarbeiten. Das soll eigentlich ein sehr softer Look werden, also eher so ein bisschen kräftigere Augen, weil ich muss meine Brille aufsetzen, weil ich sehe nichts. Es ist ganz schlimm. Also ich sehe irgendwie gar nichts. Ich lasse aber das Gebakte einfach drauf, dass praktisch ich nicht. Ich nicht so arg rumwusel. So echt eines meiner Favoriten, das letzte und ich glaube auch dieses Jahr, wird einfach diese Blendepinsel von Essence sein. Also ich habe immer noch nicht so das ultimative Tool gefunden, wie ich halt am geilsten irgendwie meine Sachen hier einarbeiten kann. Aber ich finde halt die von Essence und nochmal, seht ihr, wenn ihr so ein bisschen Fallout habt, wie ihr hier seht, ja, dann könnt ihr das später einfach wegfegen und es ist dann echt kein Problem. Ich habe auch hinten ein bisschen umdekoriert. ich mochte diese Sachen da total gerne. Ich weiß, da draußen wird es bestimmt jemanden geben, der sagt, oh, das ist nicht schön und so. Aber ich finde es schön. That's most important. dann gehe ich einfach in den dunkleren Ton hier und verdunkle mir die Kanten so ein bisschen. Also heute wird es kein Dramatic Look, Leute. Also jeder, der das jetzt erwartet, kann ausschalten. wir machen ja einen Ausflug und ich will einfach nur, dass das schön aussieht und dass es das jetzt halt ein bisschen nach was aussieht. Hier habe ich übrigens einen Evelyn Blender Pinsel. Also der ist richtig gut. Das ist so ein schöner, kleiner, fluffiger Pinsel. Ich habe davon, glaube ich, 5, 6 Stück. Also Jenny hat nie von einer Sache eine. Also das könnt ihr vergessen. und auf jeden Fall. Blende ich einfach so ein bisschen die Farbe so ein bisschen rein und gehe noch ein bisschen rein. Genau. Dann nehme ich wieder einen recht farblosen, gehe in diese vorige Farbe und blende nochmal ordentlich. Bei so einem ganz schlichten Look ist auch das Blenden sehr wichtig. So, das war's schon. Ich habe heute echt, oh, ich weiß nicht, so große Lust, irgendwas zu zaubern. Jetzt überlege ich gerade, welchen von diesen Dingern ich benutzen möchte. Also, das sind ja diese Supernova Eyeshadows. Ich habe da echt schon einige benutzt. Ich benutze auch den total gerne. Das ist der Running on Orbit. Der ist richtig schön, Leute. Der ist halt nicht sehr auffällig, ja, aber. Jetzt überlege ich gerade, soll ich sowas Rötliches nehmen oder noch ein bisschen mehr rötlich? Ich glaube, ich gehe mit diesem hier. Und zwar ist es die Farbe Dragon. Sehr, sehr cool. Also im Prinzip ist diese Applikation sowas ganz Einfaches. Also ihr habt hier so einen tollen Applicator. Das ist auch derselbe Applikator, den ihr bei dem Concealer habt. Und dann geht ihr einfach mit der Farbe in euer Augenlid und malt das vordere Drittel einfach aus. Und ich gehe dann so ungefähr bis zur Hälfte des Lides. Ihr könnt praktisch so schlichte Looks damit zaubern. Echt gut. Und ich dachte, ich zeige euch das mal. Wie gesagt, auch das Make-up. Also, ich finde halt mit First Impressions, also. Ich habe das ja jetzt 3 Tage getestet, deswegen dachte ich, ich baue das einfach in eine Art Get Ready With Me ein, weil das wirklich ein tolles Make-up ist. Lilly, hast du schon wieder? Meine Kleine kommt wieder. Meine Pupinella. Na du? Komm mal her. Wo bist du? Lilly? Komm mal her. Na komm. Pippi. Jetzt ist sie wieder rausgelaufen. Um praktisch die Kanten sehr weich wirken zu lassen, geht ihr jetzt einfach nochmal mit der vorigen Farbe, die ihr als erstes hattet,
nochmal so ein bisschen über die Edges drüber. Ihr seht ja, dann wird es einfach ein bisschen leichter und ein bisschen smoother. Kurze Rückmeldung über dieses Produkt. Also ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Also bis jetzt creased es noch nicht. Es creased schon etwas später. Also ihr habt dann schon so ein bisschen das Problem, dass es halt sich euch ein bisschen in die Falten absetzt. Aber ich muss halt auch sagen, ich werde jetzt hier nicht erwarten, dass was der Teufel was mit dem Produkt passiert, wenn ihr das jetzt auftragt, ja. Also ich finde, es hat eine faire Chance verdient, ja. Und ich finde es halt, ich deswegen, so vom First Impression bin ich halt oft nicht so begeistert, weil ich einfach finde, wenn ich es jetzt auftrage, kann ich euch sagen, boah, das sieht Hammer aus und so. Aber es ist ja eigentlich unrealistisch, dass innerhalb von 10 Minuten etwas irgendwelche Aussagen treffen kann. Und deswegen bin ich jetzt mittlerweile eigentlich so, dass ich sage, also First Impressions schön und gut. Aber ich mache es jetzt lieber so, dass ich es zum Beispiel probiere und euch dann einfach zeige, wie es bei mir einfach funktioniert hat, ja. Ich könnte mal schon ein Stück näher ran. Und ich arbeite praktisch einfach nochmal die etwas dunklere Farbe vom restlichen Pinsel noch ein bisschen in die Ecken rein. Tupft noch ein bisschen. Und wie ihr seht, das ist ein sehr schlichter Look, aber er gefällt mir unnormal gut. Dann setze ich, ich weiß nicht, soll ich heute einen Liner setzen? Ich bin heute so faul. Oh. Ich benutze gerade für Liner diesen Essence Super Last Eyeliner. Und zwar, weil der hat eine sehr, sehr coole, wie nennt man dann das? Schwammartige Eyeliner. Wie nennt man das? Pinsel oder so. Wo ihr dann echt als Anfänger auch unnormal gut Eyeliner ziehen könnt. Ihr seht ja, das geht ruckzuck. Sie ist sehr präzise, gibt halt auch gut nach. Ja, nehmen wir mal meinen Pinsel, meinen Spiegel etwas näher. Und ihr könnt eigentlich recht präzise Eyeliner ziehen. Könnt auch solche Wings praktisch damit zaubern. Wenn es jetzt so ein bisschen ausartet wie bei mir, ja, dann macht ihr das einfach sauber mit einem Q-Tip. Und das war's. Das ist zu big. That is too big. Ich gehe da, glaube ich, jetzt einmal mit einem Schwämmchen drüber. Ah, den lassen wir so. Kennt ihr das? Das Anrotzen. Also ich habe jetzt, ich möchte schon ein bisschen größeren Wing. Ich möchte jetzt so ein Baby-Wing haben. Das Ausbessern ist zwar was ganz Normales, Leute. Das passiert jedem, ist egal, ob mit oder ohne Kamera. Geht dann einfach nochmal mit dem Make-up-Schwamm drüber und dann ist eigentlich auch gut. So. Also in die Richtung wollte ich ihn jetzt eigentlich eher haben. Naja, dann ist halt mein Bad Eyeliner Day. Ich finde das furchtbar, wenn das. Wisst ihr, das Gute ist ja, ich trage ja eine Brille. Also, ich habe halt schon extrem große Wings. Bei so krassen Wings, die richtig fett sind, ja, muss ich sagen, ich mag das eigentlich sehr gerne. Also so zu tragen. Manche mögen es halt nicht, das verstehe ich natürlich auch. So, ich clean das nochmal ein bisschen ab. Mach das noch ein bisschen spitzer. So, ich habe jetzt einfach so einen fetten Wing gezogen. Ich zoome euch mal wieder ein bisschen raus. Beziehungsweise mal hier.
Also ich mag das. Ich persönlich mag das. Ich verstehe aber auch, wenn es Leute nicht mögen, weil das ist auch bestimmt super anstrengend für viele. Dann, wie gesagt, habe ich noch so ein bisschen was Neues. Ich habe ein neues Tool für mich entdeckt, was ich jetzt gerade so krass oft benutze. Und zwar ist es ein großer Fächerbrush von BH Cosmetics. Also das ist ein aus der Pro-Reihe, ein Fächerpinsel sozusagen. Und ich finde den sehr, sehr schön, dass dieser Fächerpinsel euch sehr viel Dimension ins Gesicht zaubern kann. Ich benutze jetzt zum Konturieren die Dream On Highlighting and Bronzing Palette. Ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen, diese Palette ist so schön, Leute. So schön. Ich habe jetzt ein bisschen Bronzer, nehme ich mal an, von gestern. Und ich kann hier super präzise alles unter meinem Gesicht wegfegen, was ich praktisch zum Banken benutzt habe. Ich nehme jetzt praktisch einen ganz zarten, also einen recht kleinen Pinsel und gehe jetzt in den Bronzerton rein und arbeite jetzt an meiner Lower Lash Line. Und zwar mache ich das recht häufig, weil ich oft, genau wie jetzt, einfach keine Lust habe. Schon wieder aus der Palette, die ich da jetzt vorher genommen habe, ja, extra jetzt den Ton wieder rauszuholen. Deswegen arbeite ich jetzt einfach den Bronzer ein bisschen hier unten ein. Was aber allerdings nur geht, natürlich, wenn ihr den passenden Ton habt. Jetzt gehe ich in diesen aschigen Ton. Leute, das könnt ihr vorher machen mit den Produkten, den ihr haben wollt, gell? Und ziehe meine Kante so mit dem Kopf praktisch. Das heißt, ich gehe so in das Produkt und ziehe mir praktisch erstmal eine Konturkante, ja? So. Und dann gehe ich auch hier ein bisschen in meinen Forehead, meine gewaltige Stirn. Und dann gehe ich in den Bronzerton und zwar seitlich. Also ich gehe da richtig schön Produkt, also ich nehme da ordentlich Produkt drauf und fange dann an, hier oben runter zu bronzen. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist sehr viel softer, wenn ihr so eine Fanbrush. Also das ist jetzt ein Einwurf. Also ihr kennt ja bestimmt Niki Tutorials. Das ist wirklich eine irrsinnig talentierte Frau. Die macht Make-up-Looks, indem sie euch so das Auge zeigt und fängt dann an zu schminken. Jetzt habt ihr meinen Wing gesehen, meinen gewaltigen. Und sie ist so krass talentiert. Also die schminkt sich wirklich in einem Minispiegel. So habe ich das mal in so einem Info-Ding. Die schminkt sich in einem so kleinen Spiegel. Looks, Leute, da können wir träumen von. Ohne Witz. Also da brauche ich noch etliche Jahre Sachen praktisch. Erfahrung auch im Filmen. Ihr seht ja, dass mein Gesichtszentrum einfach praktisch so bleibt, wie es ist. Aber ich kriege unsagbar schöne Kanten mit diesem Pinsel. Und diese Palette wäre ich froh, wenn sie ins Standardsortiment kommen würde, weil die ist richtig, richtig schön. Zwischendrin mache ich mir immer noch die Hände ein bisschen sauber und ich entferne jetzt das Make-up von meinen Lippen. Also manche hauen sich ja da drauf noch Liquid Lipstick. Ich glaube, ich würde sterben. Ich habe jetzt gestern einen Liquid Lipstick vom Colourpop drauf gehabt. Der war so trocken, Leute. Ich dachte, ich muss sterben. Der war, ich weiß nicht, von der Formulierung her ein ganzes Ticken anders wie die, was ich kannte. Und das war echt schlimm. Also dann gehe ich mit meinem Rougepinsel in meine Bliss Blush Palette von Tarte. Ich muss sagen, ich bin unnormal begeistert von diesen Blushes. Sie sind sehr zart, sie lassen sich sehr, sehr schön auftragen und ich habe das Gefühl, die halten wirklich ewig. Durch diese scharfe Kante, beziehungsweise für mich sieht es scharf aus, weil ich sehe es halt immer im Spiegel natürlich besser, bin ich jetzt dazu übergegangen, nicht mehr so Kreiselbewegungen zu machen, sondern ich tupfe meinen Rouge und zwar etwas großflächiger, weil ich irgendwie das nicht so empfinde, dass das dann so, sage ich mal, arg künstlich aussieht. Es ist so, wie wenn ihr so ein Winter, mir ist kalt im Gesicht, Flush bekommt. Und ich finde das einfach schöner. Deswegen mache ich das in tipselnden Bewegungen. So, es war's schon. Ich habe hier die Farbe Lovable benutzt. Und zwar sind das Amazonian Clay Blushes.
Ich habe auch noch so eine Tarte-Palette, wo ich aus der Blushbook 3-Palette die ganzen Blushes in so eine Sie-Palette gedrückt habe. Und ich fand die so gut. Also ich werde auf jeden Fall im Winter nochmal dazu neigen, nochmal welche zu besorgen. Jetzt, damit packe ich das Make-up so ein bisschen zusammenschmilzt, ja, nehme ich das Mario Badescu Puder, nicht Puder, sondern Spray und gebe mein Gesicht. Und dann tue ich noch ein bisschen fächern. Und in der Zeit, wo ich fächer meistens, überlege ich mir jetzt immer, was ich mit meinen Lippen mache. Also ich will jetzt auch unbedingt gucken. Also die da sind echte Kaufempfehlungen von euch, von mir, weil ihr habt wirklich die Möglichkeit, unheimlich schnell tolle Looks zu zaubern. Trotz allem, dass ihr praktisch vielleicht keine Zeit habt oder so. Ich benutze die auch, wenn ich zur Nachtschicht gehe oder so. Das ist eigentlich egal. Ihr seht ja, mein Gesicht hat jetzt schön Farbe gekriegt. Jetzt, I tried the thing. Meine kleine Rückmeldung zu diesem Make-up ist, also ich guck mal, also ihr könnt wirklich sehen, das Make-up kommt unnormal dunkel rüber. Aber wenn ihr ein bisschen mit Concealer arbeitet, es ausbufft nach außen und dann lieber bronzt, finde ich, macht die echt was her. Also ich liebe die. Ich finde die wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt überlege ich immer noch, was ich auf den Lippen mache. Soll ich sowas hier? Ich will irgendwie ins Bräunliche gehen. Ah, ich glaube, ich nehme den. So. Dann nehme ich den. Ich weiß aber nicht, ich habe eine kleine Auswahl an Lip Linern. Ich habe aber immer nicht so beige oder so. Ah, der geht gleich. Das ist so ein. Nee, der schon. Und Leute, ich habe keine. Wie nennt man das? Dunkle Lip Liner? Na, dann nehme ich den. In dem Falle ist es mir jetzt eigentlich egal, ob das ein roter ist, weil der Jenny schmeißt einfach alles runter. In dem Fall ist es eigentlich egal, ob das ein roter Lip Liner ist, weil ihr geht eh mit dem Braun drüber. Und wenn ihr wisst, wie deckend die sind, dann. Das ist auch ein ColourPop Satin Lip. Das ist jetzt nicht so ein ganz trockener. Seht mal, also ihr seht es eigentlich gar nicht. Die Satin Lips sind, finde ich, sehr angenehm und Tragegefühl her. Und sind auch mußiger von der Konsistenz, was mir halt persönlich sehr, sehr gut gefällt. Dann, ich mache meine Augenbrauen immer zum Schluss. Ich weiß gar nicht, was andere machen. Ist, ich habe hier von Ebelin einen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Ein Augenbrauenbearbeitungspinsel. Und zwar ist da so eine tolle Spoolie dran und so ein, wie heißt das, so ein Applikator. Und da fege ich mir jetzt erstmal durch die Augenbrauen. Mascara trage ich auch immer zum Schluss auf, damit das erstmal das Gesicht sitzt. Ich gehe eigentlich, ich bin so faul, Leute, das ist ganz schlimm. Ja, ich bin echt faul. Gehe ich einfach in diesen Make Me Brow von Essence. Und fegt mir einfach die Form nach. Ich mache gar nicht großartig irgendwas. Ihr seht, das reicht eigentlich schon. Ich habe ja microgebladete Augenbrauen. Muss aber jetzt in mindestens 2 Monaten nachstechen lassen. Und Leute, ich habe die Hosen voll. Das hat so weh getan. Oh Mann. Das hat halt echt weh getan. Und ich denke mir die ganze Zeit, soll ich das nochmal machen, soll ich nicht? Weil irgendwie wollte ich ja meine Augenbrauen gar nicht so machen. Man macht trotzdem an seinen Augenbrauen was. Ich gehe jetzt mit verschiedensten Mascaras über meine Augen. Also glaub, und zwar benutze ich die Total Temptation Mascara von Maybelline. Die ist sehr neu.
und die falsche Wimpernmascara. Ich benutze jetzt einfach, ich habe die jetzt recht neu, also deswegen benutze ich die jetzt einfach auch. Bei so einem Augenlook, ihr werdet sowieso die Wimpern nicht sehen, das ist eh voller Witz. Also ich schmink mich hier. Diese, wie heißt das, diese Form von diesem Tusche-Ding ist auch sowas von komisch, aber es funktioniert. Die liegt super in der Hand. Ich gehe mal damit zuerst drüber. Die tut mir die so ein bisschen länglicher machen. Und die so ein bisschen in die Höhe ziehen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, hier seitlich. Und dann gehe ich mit der Total Temptation Mascara von Maybelline. Ich finde die super. Also die hat auch einen tollen Applikator. Die gefällt mir sehr viel besser wie diese Lash Paradise, diese Paradise Extinct. Mit der kann ich gar nichts anfangen. Weil, ich weiß nicht, die hat unheimlich viel Produkt in dem Applikator. Das gefällt mir halt null. Und ich versuche mal seitlich. Also ihr seht ja, ich kriege die Wimpern recht gut getrennt und auch voluminös. Und so, das ist es eigentlich auch schon. Also ich habe vor allen Dingen dieser Tipp mit diesem leicht angefeuchteten Schwamm und dem Eintappen von dem Puder. Das ist jetzt gerade für meine Mädels da draußen. Ihr seht halt, ich kriege halt eine sehr viel smoothere Nase hin. Also, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, jetzt. Ich krieg halt, also ihr seht, ich habe halt unnormal große Poren, aber das ist halt alles besser, wenn ihr praktisch den angefeuchteten Puderquaster einfach in das Puder reinmacht und dann anfangt hier euer Make-up damit zu setten sozusagen, ja. Es schadet auch nicht mal zwischendrin, zwischen den Schichten so ein bisschen Feuchtigkeit aufzutragen oder ein Setting Spray. Das machen zum Beispiel eigentlich sehr viele, die sehr ölige Haut haben. Aber ich habe jetzt halt heute einen gewaltigen Wing, einen Wing. Das Rouge zum Beispiel, das ist auch etwas, da habe ich früher so nicht so viel Wert drauf gelegt, aber ich kaufe jetzt lieber etwas teurere Rouges. Also die von Tarte finde ich unnormal gut. Die Lieferung war auch sehr easy. Also ihr habt jetzt praktisch auch überhaupt keine Probleme. Ihr geht bei Tarte unter tarte.com, da wo es auch den Tarte Shape Tape gibt. Wartet einfach, bis eine tolle Aktion kommt. Die haben auch sehr, sehr coole Aktionen. Und dann könnt ihr eigentlich auch für recht wenig Geld sehr gute Produkte kaufen. Und dieses Make-up finde ich super. Also ich will jetzt mal gucken, dass wenn der Rossmann wieder so 30% auf Make-up, Eyeliner, Concealer hat und so, dass ich mir das da noch in zwei anderen Farben kaufe, so noch ein bisschen heller und vielleicht auch ganz hell, weil ich benutze ja auch oft gerne die ganz hellen Farben für Concealing zum Beispiel, dass es so ein bisschen in einer Flüssigkeitsmenge bleibt, weil diese Concealer von ColourPop zum Beispiel, das ist ja dieser No-Filter-Concealer, die sind unnormal schnell ausverkauft. Die sind jetzt in den Restock gekommen und waren irgendwie ruckzuck wieder weg. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Video euch sehr, sehr gut gefallen hat. Es gibt so einige Hacks, die ich jetzt einfach anders mache. Und vor allen Dingen das Einarbeiten des Bronzers mit so einem Pinsel hat mir persönlich einfach mehr Spaß gemacht. Also wie gesagt, ihr nehmt diese Kante und macht euch praktisch eine Form ins Gesicht und geht dann praktisch mit dieser abgeflachten Seite rein und tragt euren Bronzer auf. Ich finde halt auch, dass es sehr viel gleichmäßiger aussieht. Ich habe ja sonst immer diesen Brush genommen. Also ich finde diese Brush sehr unnormal geil. Liebe Ebelin-Leute, bitte bringt diese Form wieder raus. Das ist Hammer. Ich habe auch noch so einen, das ist so ein bisschen so ein angeschrägter. Da mache ich auch gerne das Baking-Puder weg zum Beispiel. Ich will auch unbedingt mal schauen, dass ich euch so ein bisschen etwas abfilme bezüglich meiner benutzten Pinsel. Also da geht es eher um die Form der Pinsel. Und da will ich euch mal ein bisschen gucken, was ich benutze. Dann würde ich das euch auch gerne hochladen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Video euch Spaß gemacht hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und denkt bitte dran, am Montag kommt dann praktisch das Verlosungsvideo raus, so dass ihr praktisch wisst, wer gewonnen hat. Und für das nächste Verlosung muss ich mir andere Zugangsvoraussetzungen einfallen lassen, weil zu viel scheinbar manche Leute etwas überfordert. Und deswegen würde ich das etwas abändern und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.